Es gibt einen Sieger, es gibt einen Zweitplatzierten, einen Drittplatzierten und einen Viertplatzierten. Und für alle haben wir natürlich Preise mit auf der Bühne. Und ganz wichtig ist immer jemand, der die Preise übergibt. Wir haben jemanden Prominenten für uns gewinnen können. Und zwar nicht nur irgendjemanden Prominenten, sondern unseren Landesvater, unseren Ministerpräsidenten, Herrn Erwin Sellering. Ich darf ihn gerne auf die Bühne bitten. Herr Sellering, ein paar Worte an die jungen Sportlerinnen und Sportler. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, ich habe den Eindruck, ihr habt heute einen sehr schönen Tag gehabt, habt viel Spaß gehabt, auch wenn es der heißeste Tag des Jahres war und wahrscheinlich auch bleiben wird, habt ihr trotzdem tollen Sport gemacht. Ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr habt zwar selbst viel Spaß gehabt, aber vor allem habt ihr eine tolle Werbung für viele Sportarten gemacht. Ich weiß ja, dass ihr überall in der Stadt, an ganz verschiedenen Städten eure Sportarten gemacht habt, mit sehr vielen Zuschauern, die auf diese Weise gesehen haben, was da Tolles passiert. Also vielen Dank dafür und bleibt bitte dabei und macht weiter euren Sport weiter und habt Spaß dabei. Okay. Aber ganz wichtig möchte ich etwas sagen zu denen, die euch ehrenamtlich betreuen, die dafür sorgen, dass ihr zu den Wettkämpfen kommt, die euch trainieren, die auf euch aufpassen. Und denen möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön sagen, denn ohne das würde es im Sport nicht gehen. Und ich denke, ihr habt zu allen, die euch da helfen, ein gutes Verhältnis. Ich möchte als Ministerpräsident ganz deutlich jeder Einzelnen und jedem Einzelnen, die da seit Jahren tolle Arbeit im Sport machen, ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Bitte machen Sie weiter, damit wir weiter im Sport gut sind und damit die Kinder viel Spaß haben und an tolle Sportarten herangeführt werden. Also vielen Dank. Vielen Dank, Herr Erwin Sellering, Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ihm zur Seite Herr Wolfgang Rehmer, Präsident des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern e.V. So, jetzt haben wir es korrekt ausgesprochen. Wir beginnen mit der Siegerehrung. Auf Platz Nummer 4 und damit den undankbaren vierten Platz, leider, in einer Zeit von 1 Minute 8 Sekunden und 66, die Ergotiere vom Ruderclub oder vom Team Rudern. Bitte mal die Vertreter mit hier auf die Bühne. Also, die Ergotiere Rudern, mal bitte hier auf die Bühne. Ist noch jemand da? Oder sind die alle duschen? Die schämen sich oder was? Nein. Aus 12 Teams, Platz 4 ist doch in Ordnung, oder? Keiner mehr da. Ergotiere, Rudern, 1:08:66, vierter Platz. Heben wir auf. Genau, heben wir auf. Also, Platz Nummer 4 wird entsprechend aufgehoben. Es gibt natürlich einen dritten Platz. Jetzt muss ich mal schauen. Wir hatten auch noch eine schöne CD hier mal irgendwann mit einem kleinen Intro. Ist verschwunden. Einfach weg. Gut, also Platz Nummer 3. In einer Zeit von 1 Minute 6 Sekunden und 82. Team Schwimmen Treibholz. Herzlichen Glückwunsch. Kommt zu uns nach vorne hier auf die Bühne. Hier ist die Treppe. Nehmt euren Preis entgegen und eure Urkunde aus den Händen unseres Ministerpräsidenten Herrn Erwin Sellering und der Preis übergeben von Herrn Wolfgang Rehmer, Präsident des Landessportbundes. Foto mit beiden Offiziellen. Jetzt ist die Gelegenheit, haltet drauf. Na. Jawohl. Also, Platz 3, Teamschwimmen, Treibholz, 1 Minute 6:82. 10. Landesjugendspiele hier in Schwerin. Genau, nehmt Platz auf der rechten Seite. Wir kommen zu Platz Nummer 2. In einer Zeit von 1 Minute 6 Sekunden und 35, also gerade mal 5 Hundertstel oder 5 Zehntel auseinander, nicht 5 Hundertstel, 5 Zehntel,
Team Rudern, die Galeerensklaven. Kommt zu uns, Jungs. Platz Nummer 2, Team Rudern, die Galeerensklaven. Und man sieht schon, beim Rudern muss man wahrscheinlich genauso groß sein wie beim Volleyball. Die Jungs haben langsam Probleme hier in der Höhe. Also ab 1,80 darf man mitspielen, würde ich sagen, oder? Und wenn ich mir das so angucke, seid ihr auch wesentlich mehr Mitfahrer gewesen hier im Team, oder? Also, herzlichen Glückwunsch, Platz 2, die Galeerensklaven vom Team Rudern. 1:06:35. Die bekommen übrigens 2 einmal voll Graboer Küsschen. Also, Schlemmen ist angesagt. Auch jetzt nochmal Zeit, ein Erinnerungsfoto zu schießen. Wenn ihr was vorbereitet habt, dann macht es jetzt. Jawohl, dann, genau. Und wir kommen zum Sieger im Drachenbootrennen des heutigen Tages. In einer Zeit von 1:05:44, Platz 1 an das Team. Kanu, die Kanu-Reckin. Herzlichen Glückwunsch. Kommt zu uns. Und wollte ich gerade sagen, unser Landesfahrer sagt, die sind gar nicht so groß. Also Größe spielt hier gar keine Rolle. Masse an Gewicht, ne, ist immer auch gleichzeitig Behinderung. Luftwiderstand, Wasserwiderstand. Also, auch wenn man ein Stück kleiner ist, kann man bei diesem Sport bestehen. Erster Platz an die Kanu-Recken vom Team Kanu. Sie nehmen unseren Pokal mit nach Hause. Genau. Urkunde und Pokal, genau. Alle Teams nochmal nebeneinander, inklusive unserer beiden offiziellen Vertreter hier, Herrn Erwin Sellering, Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern, und Herrn Wolfgang Grämer, Präsident des Landessportbundes. Fotos bitte jetzt! An dieser Stelle natürlich nochmal ein recht herzliches Dankeschön an den Gastgeber, die Kanu-Renngemeinschaft hier, und ganz besonders an Herrn Zachau für die Organisation und. Wir können gar nicht genug danken. 10. Landesjugendsportspiele hier auf dem Gelände der Kanu-Renngemeinschaft Schwerin. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank! Applaus